Hallo Kinder, schön, dass ihr da seid. Heute gehen wir in den Zoo. Lasst euch überraschen, was wir da alles für Tiere sehen und was wir wohl noch erleben werden. Petra, Petra, können wir zuerst da vorne zu den Elefanten gehen? Ich mag Elefanten so gerne. Ja, klar, können wir machen, Lisa. Fangen wir hier mit unserer Runde an. Dann los. Okay, hier sind wir schon am Elefantengehege angekommen. Ich gehe als erstes gucken. Oh, ist der groß. Boah, guck mal. So ein großer Elefant. Oh ja, guck mal. Der sieht aber ganz lieb aus. Er hat gerade Heu bekommen. Guck mal, er ist gerade am Futtern. Okay, zu welchem Tier gehen wir denn als nächstes? Naja, nach dem gelben Gehege hier vom Elefanten kommt, glaube ich, der Baum in Braun und Grün. Mal gucken. Ja, genau, nebenan. Oh, wer wohnt denn da wohl? Da sind wir am Baum angekommen. Ja, Petra, guck mal da oben. Da sitzt ein Tier. Oh, der Adler wohnt hier. Guck mal, der fliegt gerade los, bestimmt um sich sein Mittagessen zu jagen. Jetzt ist er weggeflogen. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Gehege. Ja, Petra? Ja, machen wir. Guck mal, direkt nebenan ist das weiße Gehege. Wer da wohl wohnt? Oh, guck mal. In dem weißen Gehege, da wohnt der Eisbär. Der hat bestimmt ein ganz flauschiges Fell. Ja, aber guck mal, der hat auch große Pfoten, große Tatzen mit Klauen dran, mit so Krallen. Oh, der sieht schon auch ein bisschen gefährlich aus, ne? Was ist das für ein Geräusch? Oh, da kommt der Tierpfleger mit dem Traktor gefahren. Was machst du da? Hallo Kinder. Na, ich bin dafür da, das Futter an die Tiere zu verteilen und zu schauen, dass es ihnen allen gut geht. Können wir helfen, das Futter für die Tiere zu verteilen? Ja, meinethalben, kommt ruhig mit zum nächsten Gehege. Ich fahre jetzt zum grünen Gehege. Dort wohnen die Pferde. Denen wollte ich jetzt ihr Gras bringen. Dann kommt mal mit. So, da sind wir angekommen. Ja, Moment, wir kommen hinterher. Oh, da sind die Pferde, ich sehe sie schon. Ja, drei Stück wohnen hier. Eine Mama, ein Papa und ein Baby. Was ist denn jetzt passiert? Er ist über das Gehege drüber gesprungen und ausgebüxt. Oh, ich muss schnell hinterher und ihn wieder einfangen. Moment. Hey, halt, bleib hier. Warte, oh, ich hab dich. So, jetzt reiten wir aber zurück zum Gehege. Und springen. Puh. Da haben wir aber gerade noch mal Glück gehabt. Er war noch nicht allzu weit weggelaufen. Ich konnte ihn gerade noch wieder einfangen. Wow, jetzt haben wir uns aber ganz schön erschreckt. Wir dachten schon, der läuft weit weg. Na gut, dass du ihn wieder einfangen konntest. Puh, so, auf den Schreck bekommen die Pferde jetzt erstmal ihr Heu, damit sie sich wieder beruhigen. Wollt ihr mir helfen, das Heu zu verteilen? Oh ja, oh ja. Ich möchte das machen. Wo soll ich das denn hinlegen? Na, am besten gleich hier vorne hin, dann können sie sich das holen. Ja, so, hier, bitteschön, Pferde. Da ist euer Heu. Ja, das hast du gut gemacht. Wunderbar. Da können sich die Pferde das wegholen, das Heu.
Seht ihr, Kinder, die hatten direkt Hunger. Die haben sofort was gefuttert. Okay, danke schön. Das war aber nett, dass wir helfen durften bei den Tieren. Das war ganz schön spannend. Ich glaube, wir kommen sie nochmal besuchen. Okay, dann sagt nochmal tschö, Kinder. Tschüss. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Mal.